Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Uncharted 4 mit mir, dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und wir sind hier am Eingang von New Devon. Also wir, der Ned und Elena, haben wir in der letzten Folge geschafft. Und hier gab es nur Mord und Totschlag. Hintergrund ist, das ist wohl... Oh Gott. Also, dass die Gründer ihre Siedler bestohlen haben. Warum auch immer. Entweder sie waren zu gierig oder das Geld reichte nicht für das, was sie hier alles aufgebaut haben. Digna factis recipimus oder so. Digna factis recipimus. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Besonders, wenn man Avery ärgert. Stammt aus der Bibel, der reumütige Dieb, Dismas. Avery war ein bisschen besessen von ihm. Ich würde Avery nicht gerade für reumütig halten. Aber er hat sich wohl selbst dafür gehalten. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Und du bist jetzt mein. Das find ich fein. Eine gedrungene Mogulvase. Entschuldigung, Elena. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich glaub, wir müssen hier ein wenig hüpfen. Hopf. Hopfen und Malz verloren. So, Ruckelzuckel. Ich brauche kurz deine Hilfe. Die Dinger sehen nicht stabil aus. Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Dann steigen wir mal hier hoch. Hoch! Oh. Ned. Er macht nichts. Er hängt hier fest. Ich kann nichts machen. Ich drücke. Ned. Hüpf. Da komme ich nicht hoch. Ist denn da irgendwo was für ein Seil? Nee. Ach, da kommen wir hoch. Aha. Ah, die Kameraperspektive. Ich sitze hier auch mit Schießen. Geil. Komm hoch. Mit Kopf meine ich. Alles klar. Ja. Wow. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ja, sowas vermute ich auch. Deswegen sind die Häuser auch alle so schiefstehend. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Fräulein? Sam. Er lebt noch. Ja, noch. Na los. Jemand hat den Damm gesprengt. Welchen Damm meint okay, sie denn eigentlich? Halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Yep. Wenn das mal gut geht. Ups. Und jetzt? Da hinten können wir hoch.
Soll ich mich jetzt hier fallen lassen, oder? Ich mach mal. Passiert ja nichts. Schön durch die Seerosen. Alles okay? Das war mal ein Dach, das war mal ein Haus. Komm, Elena. Da können wir hoch. Ich kann... Ist da irgendwas? Eine Couch, da können wir uns raufsetzen. Komm, hier machen wir ein bisschen. Wir setzen uns hier sehr grün, sparen hoch. Drei. Die waren schon etwas luxuriöser, aber hier haben ja auch die Gründer gewohnt, glaube ich. Und Avery hatte den größten Palast. Vorsicht, Kopf. Von allen. Also das war schon kein Haus mehr, das war ein Palazzo Prozzo. Ja, da steckte denn das ganze Geld drin. Von wem? Wahrscheinlich nicht nur von ihm. Guckt euch das mal an. Ah. Ach, wir sind in Christopher Condons Haus. Sorry, ich hab mal was getrunken. Christopher Condon. Ich glaube, ich würde gerne mal hier runterschauen. Kann man denn hier... Hey, Nate. Hier drüben. Den konnte jemand nicht ausstehen. Ja, ich weiß, da geht's weiter, aber guck mal, was wir hier gefunden haben. Ich schau mal. Was hier... Oh, noch eine alte Notiz. 6. September 1718, Gründer Condent. Ich weiß, dass auf euren Befehl hin mein Haus geplündert und niedergebrannt wurde. Euer Bruder streitet eure Beteiligung an diesen Taten ab. Aber ich erkenne eine Lüge, wenn ich sie höre. Jetzt habe ich ein Schwert weniger, weil ich es nicht mehr aus meinem Bauch herausbekomme. Ihr habt bis Sonnenuntergang Zeit, zurückzugeben, was mir gehört. Gründer England. Aha. Es gab Streit zwischen den Gründern. Und zwar richtig massiv. Die sind sich gegenseitig angegangen. Was ist das da? Ach, das ist Mauer. So, und hier oben geht es dann wohl weiter. Scheiße, oh. Schau mal. Elena, runter. Ich sehe sie. Shoreline hatten wir ja lang. Der schiebt da eine Kiste, guck mal. Der Kistenschieberman. Ich hoffe, wir haben jetzt ordentlich Leute markiert. Schön. Im Schutze des Gebüsches. Da ist noch einer. Ich den da nicht markiert, okay. Den hatten wir auch noch nicht. Oh. Du komm mir mal her. Drake gibt sich nicht kampflos geschlagen. Versuch's doch. Wir sind bereit. Ich bin bereit. Da ist noch hier irgendwo einer. War nicht gut.
Haben wir eigentlich eine Granate? Oh, spring, ich sehe nichts. Oh, ich guck doch gerade nach oben. Schwimmen, schwimmen. So, und wieder auftauchen. Hey, kann ich nicht hingehen. Kacke. Oh, da lag Munition. Okay. Komm schon, Bro. Zeig dich. Ich hab dich gesehen. Da ist noch irgendwo einer. Munition. Halt. Kondor. Oh! Da habe ich nur 6 Schuss. Oh, nur... Was denn jetzt? Hab ich auch. So. Da sind Scharfschützen. Wow, das ist zu nah. Wir machen dich alle. Richtig weg. Wenn er, dann geht er in Deckung. Ich mach diesen, ich muss ja springen drücken. Jetzt bleibt er stehen. Jetzt hängt er sich auf, an, oder so. Oh, Scheiße! In Deckung! Oh, Mann! Nun spring doch einfach weiter, Ned! Um Laserziel. Nicht dahin. Oh, Fossa. Munition. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht. Wir sind hier festgenagelt. Oh, Scheiße. Ah, wenn du doch mal springen würdest, wenn ich drücke. So, jetzt haben wir eine Metwurst-Waffe. Eine Mettle. Da kommen, bin ich aber schlecht. Und dass man nicht sprinten kann, ist auch doof. Wow, verflucht! Von wo? Super. Hier ist noch irgendwo so ein Granatschmeißerwerfer, Heini. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Da ist er. Verdammt. Ich glaube, das war's. Bist du okay? Ja. Oh, ich bin nicht gestorben. Scheiße, das schaffe ich nachher bei irgendeinem Sprung. Wir gucken mal, ob wir hier was Nützliches finden. Nee, die will ich nicht. Ja, die ist voll. Hallo, Elena. Das ist eine Scharfschützen-Dingen. Noch eins.
Vielleicht durch diese Höhle. Ja, sehen wir nach. Ja, gleich. Ich guck hier nochmal. Ja, hier haben wir uns durchgekämpft. Das ging doch schon mal ganz gut. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen ausgeschlafener. Gestern war es auch relativ spät, als ich angefangen habe, also die letzten paar Folgen. Das merkt man mir dann auch an, habe ich immer das Gefühl. Also ich merke es mir an, dass ich dann ein bisschen aufbrausender bin. Vielleicht war auch nur die Brause alle. Na gut, das mit den Flachwitzen klappt ja auch wieder. Ich muss mich abkühlen. Ich muss mich abkühlen, habe ich gesagt. Kann ich hier tauchen? Oh, guck mal, hier kann ich lang tauchen. Oh, hübsch. Wir werden mal auftauchen. Und weiter tauchen. Hier gibt es nichts mehr zu tauchen. Und hier? Und hier? War hier was oder habe ich mich verguckt? Nee, mach mal die Lampe an. Nee, ich habe mich verschaut. Ich drücke eigentlich Auftauchtaste. Oh! Ich sag doch, ich schaff's bei einer anderen Sache. Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden. Das kam dann doch ein bisschen plötzlich. Ja, sehen wir nach. Na gut, dann springen wir da jetzt nicht rein. Ich wollte ja nur gucken, ob da noch Schätzileins sind. Aber sind wohl nicht. Ist das dunkel hier drin? Wahrscheinlich eine dunkle Höhle. Ah, ich war schon richtig. Ich glaube... In diesem Loch geht es weiter. Bloß nicht zu lange tauchen, Ned. Was ist das hier? Hier kommen wir doch nicht raus, ne? Doch, hier kommen wir raus. Und wo sind wir hier? Hier ziehen wir ein. Hier lassen wir uns nieder. Sind wir Höhlenmenschen? Oh, Elik. Von wo kam sie denn? Was war das? Wie kam man da hin? Elena? Das muss ich gucken. Ah, ich ahne es. Von hier vielleicht? Ah. Und hier geht's auch weiter. Gucke mal, Elena. Papa hat's geschafft. Na, noch sind wir ja nicht, Papa und Mama. Das kommt bestimmt auch noch irgendwann. Fängt das an zu regnen? Wer hat sich denn hier auf... Das war eine Frau. Und sie war gefesselt. Die wurde hingerichtet. Adressiert an Richard Ward. Grinda Ward, ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Grinda Baldridge. Die haben sich gegenseitig. Sie waren beide Gründer? Ja, sie haben sich wohl gegenseitig attackiert. Aber warum? Hier, Verfolgungswahn oder Geld? Ja, tja, mehr Geld, mehr Probleme. Das war aber schon vorher kaputt. Hier kommen wir nicht weiter. Wir müssen hier rein. Gefällt mir gar nicht. Das ist ganz schön strudelig. Ach, hier können wir ja gleich wieder raus.
erfrischend. Hä? Hier können wir klettern. Ja, aber es ist zu hoch, auch für eine Räuberleiter. Hä? Der hier kann man durchs Fenster. Bin ich blond. Dabei ist das eigentlich Elena.